Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Abgefahren. Heute spielen wir Construction Machines Simulator 2016. Das ist, glaube ich, der korrekte Titel von Playway. Das Ganze entwickelt und gepublished. Das gleiche Entwicklerstudio, was ja auch hinter Car Mechanic Simulator 2014 und 15 steckt. Und ja, die haben mich angeschrieben und haben gesagt, hier, guck da mal rein. Und das machen wir nämlich jetzt auch. Wir wählen ein neues Profil. Oder steht schon alles richtig? Ja, genau, den bärtigen hatte ich mir ausgewählt. Da gab es doch einen entschlossenen, einen etwas hungrigen, eine weibliche, einen politisch unkorrekten, einen noch eine weibliche, ja, gelangweilten und den männlichsten Menschen überhaupt. Und deswegen nehmen wir den jetzt einfach mal, erstellen hier ein neues Profil. Und weiter bin ich hier noch gar nicht gewesen, ich habe die Optionen eingestellt, aber ich glaube, wir gehen mal in die Szenarios. Ja, ich bin mal gespannt, was wir machen. Oh ne, jetzt noch nicht, das ist so, ist das so Top-Down-Strategy-mäßig? Weiß ich jetzt gar nicht. Hallo Chef, ich helfe dir, ja bla, ich glaube, okay. Da brauchen wir jetzt gar nicht großartig. Ja, Bauvorbereitung nehmen wir an und nehmen wir auch an. Ich springe jetzt mal so ein bisschen durch. Das wird kein normales Let's Play, sondern einfach nur mal ein Video, was wir uns zu Gemüte führen können. So, aha, da ist die verlassene Baustelle. Ja, okay, ich habe schon gedacht. Oh, 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 oh. Ich kann springen und mich umsehen. Das ist ja hier First Person Shooter. Ich kann sogar reinzoomen. Das ist ja geil. Was habe ich denn da? Ein Hammer kann ich auch. Ha! Kann ich auch. Okay, sehr cool. Ich habe jetzt echt kurz gedacht, das ist so ein Strategiespiel von oben und so. Aber ist es wohl anscheinend gar nicht. Ja, da ist hier eine alte verlassene Baustelle, was? Hier haben wir Container. Hallo. Können wir hier drauf? Tatsächlich, können wir. Oh, können wir dich kaputt machen? Nein, können wir nicht. Was haben wir denn sonst noch so? Ah. Ha? Was ist das? Auf jeden Fall eine Schulterausrenkungs-Move vom Feinsten. Und auf 3 machen wir gerade gar nichts, aber wir können reinzoomen. Wie geil ist das denn? Ja, was müssen wir denn machen? Ach, da oben. Zerstöre die Wände mit einem Hammer. 0 von 15. Zerstöre die Holzbretter mit einem Hammer. Hebe Fässer und Kisten an. Stellen sie in die Container. Aha. Aha. Och, geil. Kann ich ja Kisten rumtragen und. Ja. Rumschweißen. Pass mal auf. Kommst du doch mal direkt schon in den Container. Bam. 3 Punkte. Gibt aber nur einen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ist das die Wand, die wir hier kaputt machen müssen? Ich denke doch mal, ne? Mit dem Hammer. Machen wir einfach mal. Ja, das sind die Wände, die wir kaputt machen müssen. Sehr gut. Dann fangen wir doch direkt mal klug an und dekonstruieren hier das ganze Gestrüpp. Mal gucken, wie lange braucht es. Aha, jetzt ist es kaputt. Und wir haben gleichzeitig 6 Wände schon kaputt gemacht. Sehr gut. Muss ich den auch alle so pulverisieren, damit das zählt? Nee, scheint so zu gehen. Dich muss aber. Du musst wahrscheinlich noch weg und du musst auch weg. Und dann haben wir hier auf der anderen Seite noch welche. Jawohl. Hui! Das ist ja actionreich. Wir zerstören Wände. Wir können Wände nämlich nicht leiden. Ich bin Anti-Wand. Da haben wir das Ziel schon erreicht. So, was haben wir noch? Zerstöre die Holzbretter mit einem Hammer. Was für Holzbretter? Hm, bist du ein Holzbrett? Blatt? Nein, Brett. Du bist eine Kiste. Ich kann mal eigentlich direkt schon mal in den Container hämmern da hinten. Geht das? Komm, machen wir gleich. Erstmal Holzbretter. Ah! Du bist doch bestimmt ein Holzbrett. Kabusch, jawohl, tatsächlich. Und das war eins. Aber hier die Holzhütte sieht doch auch stark nach Holz aus. Ja, ich bin der schlechteste Holzfäller der Welt. Oh, da ist ein Fass. Ich hab jetzt kurz gedacht, das explodiert oder so, wenn wir da drauf hämmern. Aber nein, scheint noch okay zu sein. Aber es ist bestimmt das Fass, was wir in die Container da reinliefern müssen. Ja, cool. Der schlechteste Holzfäller der Welt, er, nachdem das Holz verarbeitet wurde, ne? Fäll ich ja einfach mal das Holz. Hier müssen wir wahrscheinlich das Brett und das Brett auch noch kaputt. Jawohl. Jawohl. Hier haben wir noch ein bisschen. Hier haben wir noch ein bisschen. Was haben wir sonst noch? Ah, da ist noch was. Achtung, ich sehe noch ein Brett. Achtung, Achtung. Ja, okay, es zählt natürlich nicht. Ja, da hinten steht noch was. Hier habe ich doch gerade schon gesehen. Sehr gut. Wow, wir können ja richtig fliegen hier. Guck mal, wie lange wir springen. Warte mal, ich springe mal hier vom Berg. Geronimo! Das ist schon eine echt anständige Flugbahn, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Kommt man denn hier drauf überhaupt? Ah, über die Holzbretter natürlich. Gut, dass wir die nicht zerschlagen haben. Nee, aber hier kommen wir auch nicht drauf. Kommen wir, glaube ich, gar nicht mehr drauf. Aber vielleicht reicht es ja, diese Holzbretter zu zerstören. 23, 24 und 25. Jawohl, Ziel erreicht. Da kann die Hütte da oben auch leben, am Leben bleiben. Aber hier wären wir eh hochgekommen. So, jetzt noch Kartons und so ein Fass hier, wa? Ich kann nicht echt kaputt machen. Oder anschrauben. Nee, geht auch nicht. Oh, oh. Gibt's Ragdoll? Ja, ja, gibt es. Yay. Was heißt Ragdoll? Aber so, ja, Objektphysik, ne? Aber wir tragen dich, glaube ich, erstmal hier. Pass mal auf, ey. Da können wir echt eine Zirkusshow machen hier. Warte. Nehme ich eben zum Rollen und dann draufstellen und. Ja, okay. Nicht ganz so geil. Ich müsste jetzt noch mit dem Hammer jonglieren, aber wir haben nur einen. Da fällt es mit der Jonglage nicht so leicht. 3 Punkte.
Nehmen wir mal dich. Oh, leider nicht getroffen. Gegen den Ring. Ja, tolles Spiel, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt. Von der, also der Spannungsbogen ist ja schon mal gegeben, ist ja schon mal da. Wir haben hier, ich meine, ey, wir haben hier einen Kist-Container und einen Fass-Container haben wir schon mal aufgemacht. Jetzt holen wir noch ein Fass dazu, damit sich das andere Fass nicht so alleine fühlt. Und dann sind wir fast fertig. Das ist aber schon leicht mitgenommen, sieht das aus. Leicht gestohlen. So, rein mit dir, wie sieht die Musik eigentlich aus? Oha, Show-Steuerung. Mhm. Und Zeige-Controls und Show-Steuerung. Ja, okay, da gibt's nicht viel zu machen. Aber wir können Vehicles bewegen. Das sehen wir doch, denke ich mal, gleich. Eingenommen 500, Bonus 0, Kosten 0, 5000. Cool. Ab zum nächsten Auftrag. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Was haben wir hier? Die Zahl unter dem Symbol zeigt. Können wir bestimmt irgendwas kaufen. Sah zumindest so aus. Wahrscheinlich das nächste Werkzeug. Oh, ein Frontlader. Das gibt's ja gar nicht. Kann ich noch was anderes kaufen? Oder kann ich nur den kaufen? Ich kann den ja gar nicht kaufen, weil wir nicht genug Geld haben. Kann ich nicht irgendwie nach rechts oder nach links? Ne, kann ich nicht. Okay, gehen wir raus. Raus. Ach, und jetzt sind wir hier in dieser Übersicht. Alles klar, dann haben wir vorhin die alte Baustelle aufgeräumt. Und jetzt können wir hier in Strategiemanier unsere Baustellen verwalten, so wie es aussieht. Ja, okay, wir haben noch zwei Aufträge übrig. Abriss eines alten Hauses, wiederholbar anstrengende Arbeit. Ne, Abriss eines alten Hauses würde ich ja mal eher sagen. Da, das sieht natürlich nach einem sehr alten Haus aus. Allerdings brauchen wir einen Frontlader dafür. Fehlende Voraussetzungen. Ja, okay, müssen wir doch den anderen nehmen. Anstrengende Arbeit, Belohnung. $300 nur? Egal, nehmen wir. Vielleicht kriegen wir irgendwie Bonus, wenn wir besonders schnell sind oder so. Schrottplatz. Oh, da springt schon Reifen durch die Gegend. Habt ihr das gesehen? Kantenglättung wäre auch mal ganz geil. So, wir machen Leertaste und springen direkt in den Spaß. Liefere Reifen an die, an der vorgesehenen Stelle ab. Ja, da seid ihr auch wahrscheinlich. Kann ich euch auch wieder rumschieben? Kann ich euch schlagen? Putz. Reife. Ja, bringt nichts. Wir machen hier Strongman-mäßig. Jetzt weiß ich bloß nicht. Kennt ihr ja bestimmt Strongman, ne? Wenn die einen Reifen schleppen müssen. Aha, da ist die vorgesehene Stelle. Ja, okay. Nehmen wir doch direkt mal die hier vielleicht. Die können wir nämlich einfach so rüberwerfen. Obwohl die scheinen ein bisschen schwerer zu sein. Kann ich die nicht einfach rollen, die Reifen? Und das auch mehrere gleichzeitig. Kann ich mir die immer einfach ein Auto bauen? Und dann immer, oder ich baue mir einfach... Wie viel brauchen wir denn? 2,5 Autos. Und dann parke ich damit auf diese Fläche. Egal. Zählst du schon dazu? Ja, du zählst schon. Huch, falscher Knopf. So. Zählst auch, sehr gut. Ja, und das sind hier die letzten Reifen. Ja, das ist ja eine easy Mission. Gar kein Thema. Ist hier doch glatt eine Fliege von meinem Popschutz geflogen. Die muss ich mal eben wegmachen. So. Sorry, Fliege. Und hier der letzte. Ziel erreicht. Und wir haben 300, kriegen keinen Bonus. Ja, das heißt, es reicht immer noch nicht für einen Radlader, oder was? Deswegen müssen wir die jetzt nochmal machen. Ich gehe nochmal eben kurz gucken. Ob wir schon einkaufen können, ich glaube 5.350 was. Ach, leck mich doch. Nee, 5.300. Ja, perfekt. Kaufen wir den doch. Maschine gekauft, Frontlader. Upgrades überprüfen. Oh, verbesserte Hydraulik. Können wir nicht kaufen. Strapazierfähiges Rad A, B. Nee, oder? Muss ich einzelne Räder kaufen? Okay. Und größere Benzintank. Ja gut, würde ich mal sagen, schwingen wir direkt mal rüber zum Abriss hier. Und fahren direkt mal einen Frontlader, würde ich sagen. Bin ich ja mal gespannt, wie das so funktioniert. Wie die Steuerung ist auch überhaupt. Und ob wir damit direkt einfach durchs Haus flügen können. Bäm, da steht das gute Dinge. Ja, schick sieht's aus. Steigen ein, jawohl, da sind wir doch schon. Wir können reinzoomen, rauszoomen, aber auch nicht stufenlos. Wir können, was können wir noch machen? Aha, mit der Maustaste senk und hebe ich die Dinger. Und die Framerate senkt sich automatisch, wenn man im LKW sitzt oder im Fahrzeug. Das ist natürlich super. Ah, und unten links steht, was alles kaputt ist wahrscheinlich, ne? Oder wie es kaputt gehen kann. Gib den Müll in die Container, reiße das Gebäude mit Hilfe des Laders ab. Ja, okay. Probieren wir doch einfach mal. Das läuft offensichtlich schon mal sehr gut. Und jetzt haben wir uns hier festgefranst. Hallo? Warte mal, eben Showsteuerung. QE können wir auch damit bedienen. Ach ne, das ist dann das Dings hier, jawohl. Kamera wechseln. Oh yeah! First Person! Da haben wir auch wieder mehr FPS. Ne, haben wir doch nicht. Ja, das läuft ja wie am Schnürchen. Ich gehe, glaube ich, wieder in diese. Ist natürlich die Frage, was für ein Müll jetzt gemeint ist. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hin und reißen die Gebäude ab. Wir machen alles so. Und das ist das wahrscheinlich der Müll, der dann auch dabei rauskommt. Wir müssen nämlich 420 Gebäude müssen wir abreißen, aber haben jetzt schon 50, haben 60, haben 70. Die Musik fängt an, sobald wir Sachen hier abreißen. Und da sind wir schon... Einmal durchs Gewerbegebiet, durchs Wohnbaugebiet hier, Neubaugebiet durchgefahren.
müssen wahrscheinlich die Fässer gleich wegräumen und so ein Quatsch. Aber ich flüge erstmal hier durch. Jawohl! Sie haben die Miete nicht bezahlt? Na, da komme ich doch mit meinem Frontlader. Kann ich hupen? Ne, es gibt leider keine Hupe. Hupe ist Showsteuerung, natürlich. Das ist die große Steuerungsshow auf Sat 1. Die Sat 1 Show. So, nur nochmal weg hier. Ein bisschen mehr Leistung könnten wir gebrauchen. Und wir müssen gleich auch tanken schon. Und unser Vorderrad rechts ist leicht angegilbt jetzt. Das ist natürlich nicht so belastbar, so wie es aussieht. Da muss ich ein strapazierfähiges Vorderrad kaufen. Ach, und hier können wir nicht gegenfahren. Unrealistisch. Die würde ich doch gerne wegrollen würden. Können. Ich reiß das Haus ab. Oh, Moment mal. Können wir das eigentlich auch mit dem Hämmer schön machen? Können wir doch bestimmt auch, oder? Einfach hier so ein bisschen am Dachgiebel hängen bleiben und... Nee, können wir gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Die haben wir doch vorhin noch abgehämmert, die Steine hier. Ja gut, dann kommen wir wieder. Wir haben schon fast geklaut, seht ihr das? Vorne an der Schaufel. Ach ja. Ein sehr sinnvolles Spiel. Fast so sinnvoll wie Car Mechanic Simulator. Bloß andersrum. Car Mechanic Simulator ist ja dann schon ein bisschen konstruktiver. Das ist ja einfach nur dekonstruktiv, weil wir abreißen müssen. Und wir haben schon 354 Hauselemente erwischt hier. Oh, und wir kriegen pro Element ein bisschen Geld, so wie es aussieht. Jawohl, komm, das letzte Häuslein auch noch hier. Und dann haben wir fast alles durch. Ich würde ja echt ein bisschen mehr Leistung, hätte ich ja ganz gerne, damit wir hier wirklich einfach so durchflügen können. Aber das scheint nicht so zu klappen. Egal, hier noch, hier noch, hier noch. Abriss. Jawohl, und Ziel erreicht. Sehr gut, reiß das Gebäude ab, fahre den Frontlader zurück zum Eingang, okay. Gib den Müll in den Müllcontainer. Was ist denn damit gemeint jetzt? Ist das ganze Schutt und Schrott oder sind das hier auch die Fässer und so weiter? Probieren wir doch einfach mal. Wir nehmen dieses Fass mit und dann springen wir und werfen wir. Nein, hat nicht gereicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall Müll, von dem gesprochen wird. Euch kann ich eh nicht mitnehmen. Dann sammeln wir Fässerchen ein. Auch wenn das nicht mehr als Fass durchgeht. Vielleicht hat das ja ein bisschen bessere Flugeigenschaften. Yay, hat geklappt. Was haben wir denn hier noch? Achso, da müssen wir gleich ein Dings hinstellen. Stimmt ja, ich kann ja auch sprinten. Weg mit dir, geht ja nicht. Ich kann ja auch sprinten, das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen durch die Gegend sprinten hier, okay. Der Sprint, wenn man beim, also wenn man was trägt, ist jetzt nicht ganz so krass. Das gibt's ja gar nicht, das zählt nicht. Wir haben nicht die Container getroffen. Ärgerlich, da, jetzt ist es soweit. Da sind noch zwei Fässer, die holen wir jetzt einfach mal Schwung. Und dann bringen wir noch eben den Radlader nach vorne, oder den Frontlader, was es ja da noch ist. Und dann gucken wir uns mal die nächste Mission an. Da kriege ich ja gerade irgendwie ein bisschen Bock, das hier doch mal ein bisschen weiter zu spielen. Vielleicht mache ich da auch so eine editierte Schnittfolge raus. Vielleicht aber auch nicht. Nagelt mich nicht fest, ihr wisst es ja mittlerweile schon, was das hier wird. Ah, schöne Skybox. Sieht grafisch gar nicht so schlecht aus, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Und läuft mit konstanten 50 FPS während der Aufnahme. Ab mit dir. Nein, stopp, da fehlt doch noch ein Fass. Hätte ich doch Fass eins vergessen. Kann ich hier durchkriechen eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ich kann mich auch gar nicht ducken. Ich glaube, dann machen wir doch nochmal ein Fass auf. Da liegt noch eins. Alles klar, sehr gut. Her mit dir. Kommen Sie ran, können Sie rausgucken. Und jetzt, da machen wir was Besonderes draus. Das hat jetzt gut geklappt, aber ich glaube, jetzt weiß ich auch, worum es ruckelt. Wegen den ganzen Fässern, die man dann bewegt und so weiter. Obwohl, nee, es ruckelt jetzt immer noch. So, warte, ihr wisst natürlich schon, was ich vorhab. Genau, ein bisschen den Boden mitnehmen. Oh, nein! So, jetzt und dann holen wir dich einfach nach oben. Jawoll! Zwei Fässer auf einmal. Also, das war aber schon geskillt und profimäßig. Und da geht auch zurecht die anerkennende Musik an. Ab zu den Containern. Ich glaube, ich habe noch V-Sync an, deswegen schwankt die Framerate so. Aber davon kriegt der gar nichts mit. Das war knapp. Jetzt einmal ausleeren hier, noch ein bisschen anheben. Und dann wehe, ich treffe nicht. Jawohl, Nummer 1 und Nummer 2. Haben wir sogar mehr gemacht als gefordert. Und jetzt fahren wir nochmal eben zum Parkplatz hier. Können wir Licht anmachen? L? Nein, können wir nicht. Aber unsere Warnleuchte leuchtet die ganze Zeit sehr gut. Da wissen natürlich alle hier Bescheid. Ist natürlich auch klasse, wie ich hier ganz alleine so ein altes Haus abreiße und dann noch ein 360 über die Rampe mache. Oh, nee, hat nicht funktioniert. Aber da war doch vorher noch so eine Rampe, oder? Nee, es war bei der anderen Karte. So, einparken, leicht gemacht, in 18 Zügen. Wow, Moment mal. Können wir hier etwa... Nein! Was?
bringe einen neuen Benzintank zum Fahrzeug. Hä? Wieso denkst du denn jetzt... Hä? Jetzt habe ich dich hier geparkt und es reicht nicht, weil jetzt mein Sprit leer ist oder was? Ja, gut, dann... Du kommst einmal hier hin. Sehr gut, haben wir dich wieder aufgefüllt. Okay. So, jetzt wollte ich nochmal eben probieren. Achtung und Wheelie! Ja, ganz leicht. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter nach oben mit der Schaufel. Ja, da geht's doch schon ab. Ein bisschen aufschwingen lassen und schon können wir da einen Wheelie machen, glaube ich. Ja. Ja, nicht so wirklich. Vielleicht, wenn wir hier hochfahren. Jetzt. Nein! Warte, so. Ja. Nein! Jetzt nochmal zurück und dann ganz schön wieder nach vorne. Das war kurz abheben. Nein! Ah, nee, es scheint nicht zu klappen. Bevor der Sprit wieder alle geht, parken wir mal lieber. Und gucken, was der nächste Auftrag so bringt. Der ist aber echt ganz zu fahren mit der Schippe ganz oben. 50 Liter? Warum? Sprit. Okay, Sprit könnte sein. 5566 Kröten haben wir gemacht. Und es geht ab zur nächsten Baustelle hier. Was bist du? Baustelle räumen, Frontlader. Ja, das dürfte doch genau der Auftrag sein, den wir jetzt machen. Haufen planieren. Hätte ich ja auch Bock drauf. Komm, wir planieren Haufen. Finde ich auch cool. Ist auch einmal am Tag mein Tagesgeschäft. Und wir haben den Frontlader wieder dabei. Leertaste zum Überspringen. Das sind, glaube ich, alles nur so Sequenzen. Ja, aber was müssen wir denn jetzt machen hier? Planiere Haufen schnell hintereinander. Gibt einen Bonus. Was denn für Haufen? Seid ihr die zu planierenden Haufen? Nein. Ihr seid keine Planierhaufen. Da, die Rampe meinte ich. Da gehen wir doch direkt jetzt nochmal auf Monsterstandsuche sozusagen. Aber ich weiß auch gerade gar nicht, was für Haufen gemeint sind. Und wieso hänge ich jetzt hier fest? Oh nein! Oh nein! Na, komm schon! Planiere die Haufen! Ich würde ja gerne... Pass mal auf, können wir dich nicht neu starten? Auftrag stornieren, ja bitte. Ach, da stand auch neu starten. Okay, haben wir jetzt storniert, aber den können wir jetzt wahrscheinlich hier nochmal annehmen, weil er wiederholbar ist. Sehr gut! So, direkt nochmal in den Frontlader hinein. Und dann, ja, an den Scheißdinger hier vorbei. Das ist ja die größte Herausforderung. Einfach mal zu den Haufen fahren. Oh, seid ihr Haufen? Ja, ihr seid Haufen. Dann handelt es sich ja hierbei echt um Code, so wie es aussieht. Okay, ist ja eine spannende Mission. Wo haben wir denn sonst noch so zu planierende Haufen? Die ganz kleinen da auch, seht ihr das? Auf dem Boden? Ganz kleine Haufen zu planieren? Nee, das sind keine Planierhaufen. Boah, die Steuerung ist ja mal voll für den Hintern, so mega indirekt. Hört ihr diesen Doppler-Effekt? Wenn man rückwärts fährt, ach du, das mache ich gleich nochmal. Erstmal hier die Rampe hoch. Da sind nämlich noch Haufen zu planieren. Ein ganzer Haufen. So, jetzt hört mal. Wie es leiert. So, Schaufel runter und dann ab an die Haufen. Hat gut geklappt. Aber ich glaube, wir haben mit unseren Reifen auch ein bisschen planiert. Ne, haben wir gar nicht. Wir hängen bloß mit der Schaufel im Boden fest. Achtung! Todesfalle Betonrohr. So, runter mit der Schaufel. Und dann ab zur Planage. Jetzt geht auch direkt die Musik an. Aha, und da haben wir vier, mit vierfachem Bonus haben wir planiert. Da sind noch Haufen. Schauen wir mal einen direkten Wege von der Rampe runter. Jawohl, kann man es überschlagen. Ah, es ist ja schon also ein bisschen schlecht. Aber okay. Eigentlich für so Simulatorspiele, für das, was sie immer sind, und wie schlecht sie ja eigentlich auch sind, ist das hier noch recht annehmbar, würde ich sagen. Zumindest ist es nicht so verbuggt, es ist nicht allzu hässlich. Und es hat irgendwie ja einen gewissen Anreiz, jetzt alle Haufen zu finden. Da sind noch Haufen! Achtung, nein. Boah, diese Steuerung geht mir aber echt mal auf die Klötze. Einfach nur, weil der nicht wieder schnell zurückzieht. Du lenkst ein und dann fährt er die Kurve erst nochmal zwei Minuten gefühlt. Ich ging den Zaun, da hängt man doch bestimmt jemand fest. Nein. So schnell kann es gehen. Nein, hier, auch nochmal am Bau vorbei. Ja. Und jetzt nochmal Schaufel runter. So natürlich. So, und dann geradeaus und dann ein bisschen nochmal runter die Schaufel. Und dann planieren mit Bonus. Bonus. Ja, okay. 49 von 70 Haufen. Da müssen wir noch einmal so einen Haufen finden und dann ist das auch schon vorbei, glaube ich. Und die machen wir nicht nochmal, diese Mission, es sei denn, wir brauchen Geld. Aber guck mal, links, wieder auf die Anzeigen, da ist jetzt hinten links das Rad kaputt und die Hydraulik
Ist ein bisschen beschädigt. Wir planieren diese Haufen. Und da sind nochmal welche zu planieren. Mit Bonus, Bonus, Bonus. Aber ich krieg sie nicht alle, weil der Untergrund so blöd ist. Da, 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 da. Na, auf jeden Fall ist der Reifen vorne rechts jetzt nicht mehr gelb, so wie noch in der letzten Mission. Also das scheint er immer zu reparieren. Außerdem müssen wir gleich mal Sprit nachtanken. Eben mal dich ein bisschen anheben hier. So, ne. Wo sind denn die restlichen Haufen? Da haben wir doch gerade noch welche übersehen. Waren die oben noch? Waren doch bestimmt oben, die wir nicht gehauft haben. Ne, da waren noch welche. Scheiße, ey, da müssten wir echt alle Haufen hätten wir wegmachen müssen. Ich glaube, wir haben jetzt irgendwo einen vergessen. Ne, es sind genau noch 5. Sehr gut. Und jetzt brauchen wir Sprit. Ich wette, es gibt Bonuspunkte, wenn man ganz schnell ist und das Ganze ohne Spritverbrauch schafft. Uah, auch cool, einfach mal den Tank mit Benzin beschmeißen oder den Radlader und schon können wir weitermachen. Sehr gut. So, Gabel runter. Ah, ich krieg den nicht runter. Ich krieg den Zinken nicht runter, ne? So, jetzt hier. Ah. Leider nicht ganz richtig getroffen. Dich aber nochmal und dann dich noch einmal. Auch nicht getroffen. Jetzt bleiben wir gleich wieder hängen hier am Haufen vielleicht. Nee. So. Man muss immer stehen bleiben, dann lenken, dann wieder stehen bleiben und dann klappt das eigentlich alles auch, aber ain't nobody got time for that. So, und jetzt hängen wir fest. Ja, toll, jetzt haben wir es geschafft. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh nein, mach doch keinen Quatsch jetzt. Kann ich dich irgendwie da runterhauen? Kann ich nicht. Kann ich dich reparieren? Vielleicht. Kann wir dich so planieren vielleicht? Nein, kann ich dich reparieren? Es scheint auf jeden Fall kein Kothaufen zu sein, es sei denn, da hat jemand echt viel Backstein gegessen. Könnte das vielleicht auch möglicherweise was werden? Nein, es wird nichts. Okay, ich resigniere, ich gebe den Auftrag ab und nee, wir starten nicht neu, wir stornieren den und machen was anderes. So geht's ja nicht mit uns hier. So geht's ja nicht mit uns. Anstrengende Arbeit. Liefere Reifen an der vorgesehenen Stelle ab, die haben wir noch schon gemacht. Ich will eigentlich Baustelle räumen. Komm, machen wir das. Machen wir das. Besser als Sachen planieren. Allerdings haben wir hier wahrscheinlich dieselben Probleme. Aber okay, wir gucken. Was müssen wir machen? Oh, was bist du denn? Du musst geräumt werden. Da sind doch Ziegelsteine. Die können wir erstmal essen und dann können wir schöne Haufen machen. Ja, ich glaube, da brauchen wir den Frontlader auf jeden Fall für. Und eine Menge Benzin. Ne, das sind Reifen. Ah! Ja, natürlich. Wenn ein Reifen kaputt ist, können wir den hier auch damit. Was war das denn? Können wir auch damit den Truck bewerben? Ein Reifen in der Fahrerkabine gefällig. Und schon ist er weg. Können wir den auch werfen? Naja, können wir den rollen? Können wir den rollen? Achtung. Ne, warte, wir müssen den klug kippen. So, genau. Jetzt steht er doch bestimmt. Jetzt können wir doch bestimmt. Ja, wir könnten ihn rollen. Oh, das ist sogar eine runde Objektphysik hier. Warte mal, wie viele können wir denn holen? Immer nur einen, glaube ich. Der ist gerade wieder verschwunden. Warte. Ja, der verschwindet immer wieder. Okay, schade. Mal gucken, wie lange das gut geht. Okay, es geht nicht lange gut. Ich hätte die Kurve nicht machen sollen. Schade, schade. Ja, das war dann ein Zahnradsystem, würde ich sagen. Jetzt müssen wir zum ersten Mal technisch hier mit dem. Oh! Hä? Vermeide Materialbeschädigung. Ach so! Ja, das ist natürlich ärgerlich. Können wir den eigentlich direkt schon neu starten, den Auftrag? Obwohl, nee, scheiß drauf. Wir graben das so ein und dann heben wir dich an. Das haben wir ja gerade mit den Fässern auch schon geschafft. Nee, okay, das ist nicht so gut. Nee, das ist auch nicht so gut. Ich nehme was anderes. Fahre kleine Bäume mit Hilfe des Laders um. Ja, das mache ich doch gerne. Oh, wir müssen schon wieder Haufen planieren. Aber erstmal. Boomski, jawoll. Das läuft doch. Ja, das ist doch sehr geil. Das ist ja wie in DayZ, wenn man große Vehikel hat. Ne? Kann man ja auch so kleine Bäume, kannst du ja umfahren. Aber man braucht Schmackes, wie man merkt. Können wir auch mit Schmackes einen großen Baum umfahren? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Immer nur die kleinen hier. Schmackes und Schmackes, jawoll. 3 von 6. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir die Haufen da gleich reinkriegen sollen. Da würde ich ja eher warten, dass wir so einen Gabelstapler, eine Gabelstapler-Gabel kriegen. Vielleicht müssen wir die noch kaufen. Boots, Boots, komm, ein noch, Mitschwung, Mitschwung. Ah, oh, haben wir nicht gekriegt. Und so bleiben wir wieder dran hängen. Hey, geht doch. Da-da-da, da-da-da. Da-da-da, da-da-da.
Zack, Ziel erreicht, sehr gut. Und jetzt darf, ach nee, was müssen wir jetzt machen? Vermeide Materialbeschädigung. Also dürfen wir dich eigentlich nur, dürfen wir dich eigentlich nur nicht beschädigen, oder was? Muss ich jetzt nur um dich herumtanzen, oder wie? Ja, ich glaube wohl. Ja, okay, ich glaube, das ist echt das Hindernis, oder ja, die Aufgabe hier, um die Dinger rumzufahren. Ist ja auch klar, die ganzen Steine, ne, die ganzen Ytong-Steine, ne, sind ja, wie heißen die denn? Wackersteine, ne, wie heißen die denn? Klinkersteine, so heißen sie doch. Die dürfen natürlich nicht kaputt gehen. Und jetzt haben wir einen Plattenreifen, na super, der wird uns natürlich schön rot angezeigt in guter alter Car-Mechanic-Simulator-Manier. Und wieso kommen wir hier nicht raus? Doch, jetzt kommen wir da raus. Kann ich dich jetzt abnehmen oder tausche ich nicht? Ne, ich tausche dich einfach neu. Ich tausche dich einfach mit einem neuen Reifen. Okay, okay, okay. Klappe, das wusste ich doch vorher nicht. Wird man doch mal ausprobieren dürfen. Ja, okay, es geht auf jeden Fall offensichtlich. Wir dürfen uns nur um die Haufen konzentrieren und müssen mit Schmackes Bäume umfahren, ohne die Dinger zu beschädigen. Pass mal auf, Gabel nach unten. Und dann Schmackes, jawohl. Und noch mehr Schmackes, jawohl. Weg mit dir. So, so macht man Holzfäller arbeiten. Mit Kettensäge und Axt und so. Bam, einfach mit einem dicken Radlader. Anständig dagegen fetzen. Und schon läuft das, würde ich sagen. So, du nochmal. Jetzt wissen wir das natürlich mit den Beschädigungen. Das heißt, wir vermeiden das auch. Oh, nochmal Schmackes. Du nochmal. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt noch nur die paar Haufen hier. Das war knapp. Runter mit der Gabel und dann. Oder mit der Schaufel. Zack. Und dann ab zum nächsten Haufen. Wechsel den Plattenreifen. Wieso kriegen wir den. Ah! Moment, ich hab doch da gerade was gesehen. Ja, hier, du Schweinebacke. Du, nee, aber du bist doch bestimmt verantwortlich für den Plattenreifen. Egal, wir holen was Neues. Hui. Kann man bestimmt draufspringen, hängen bleiben und sich das Ding als Piercing reinrammen. Wartet mal. Hui. Au. Hat nicht geklappt. So, Reifen gewechselt, sehr gut. Fahren wir jetzt nicht nochmal drüber. Wir planieren, wir machen alles platt. Wir planieren den lieben langen Tag. Und da machen wir gleich erstmal eine Bierpause, würde ich sagen. Ist bestimmt doch schon 10 Uhr vorbei. Kann man noch mal so ein Frühstücksbier, kann man noch hier trinken als Bauarbeiter. Natürlich nur. So, 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 so. Haben wir sogar Bonusgeld gekriegt. Da hinten sind noch Haufen. Erstmal am Haufen vorbei hier. Oh, die Lenkung ist auch super lahm, ey. So, nicht wieder irgendwo hängen bleiben. Das wäre unhäufig. Ganz schön häufige Haufen, die hier passieren, die hier rumliegen. Zuck, 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 zuck. Hälfte haben wir. Hälfte haben wir weggehäuft. So, dich haben wir auch. Und alle auf einmal, schaffen wir das mit einem Bonus? Nein, schaffen wir nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Ich hole mir einen Kehrbesen und mache die Haufen weg. Ja, das ist, Haufen vom das Ding, der hat hier sein Geschäft gemacht. Haha, witzig. Erst rechts, erst links. Das ist ja wie beim Bowling, wenn 7-10er-Split oder wie es heißt, ne? Wenn die beiden äußeren Pins noch stehen. Welche nehmen wir da? Zack. So, haben wir sonst noch irgendwie Haufen zu bewältigen? Jawohl. Das ist ein ganzer Haufen Probleme. Wir brauchen noch 19 Haufen, das heißt zwei Haufen müssten hier noch irgendwo sein. Runter mit dir und dann. Abgehäuft. So, so, so. Die verschwinden noch einfach. Das ist ganz, ganz praktisch eigentlich. Planiert man nur platt. Fuck, 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 fuck. Nein. Das wollte ich eigentlich vermeiden, aber das war klar. Es war unausweilig. Ich hätte die Schaufel hoch machen sollen. Aber so einen Sprung müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal machen. Erstmal den Plattenreifen natürlich wechseln. Gegenlaufen kann ich doch wohl, oder? Ja, sehr gut. Komm her, du Reifen. Oh, Moment mal, wartet. Hey! Oh, kann ich dich auch... Ja, das geht nicht. Okay. Kann ich dich damit kaputt machen? Nein, kann ich auch nicht. Kann ich denn... Ja, was anderes brauchen wir nicht. So, runter mit dir. Und dann einmal umdrehen. Ohne in die Zacken da reinzuheizen. Und jetzt geht's hier nochmal an die Haufen.
Guten Tag, ich bin Andi, Andi Haufen. So, das müssen die letzten sein hier. Naja, da vorne waren noch zwei, ja. Ja, ja, da ist noch ein Haufen. Und wir brauchen eigentlich noch einen Haufen. Zu planieren und dann ist das Ding gelaufen mit den Haufen hier, würde ich sagen. Wie es leiert. Ist das schlecht. Nee. Ah, jetzt müssen wir nochmal laufen für den letzten Haufen. Das gibt's ja gar nicht. Los, los, los. Aber zum Glück können wir springen. Und zum Glück spießen wir uns hier nicht auf. Haufen. Guck mal, ich kann auf dem Haufen laufen. Erstmal einen saufen, während wir auf dem Haufen laufen. Ein bisschen Sprit. Glück, 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 Glück. Ja, genau. So, kann ich dich auch entgegen einfach da hinschmeißen? Ah, okay. War schon zu früh, zu nah dran. So, und da ist der letzte Haufen. Ziel erreicht. Sehr gut. Bonus. Es wird wahrscheinlich kleine Kosten geben, weil wir natürlich Spriträder und auch ein Material verbraucht haben, sozusagen. 8502. Mein Gott, hier schafft man sich aber ganz schön schnell so ein kleines Vermögen dran. Mal gucken, ob wir jetzt noch was kaufen können, was Extras. Was Schönes. Können wir da was Schönes kaufen? Was zu schlickern oder so? 9200. Nee, kommen wir gerade noch nicht dran. Und was anderes gibt es hier noch nicht. Aber wir können hier vielleicht. Haben wir es natürlich Hydraulik? Nö, ja, größeren Benzintank vielleicht. Aber ich glaube, da sparen wir uns erstmal das Geld für die zukünftigen Baumaschinen. Ich spiele das hier einfach mal durch jetzt in einem Rutsch. Also ich weiß noch nicht, was wir machen. Alten Laden abreißen. Okay, aber da brauchen wir einen Bagger für. Schade. Anstrengende Arbeit. Hier kriegen wir 300 für. Auf dem Planieren kriegen wir 1000 für. Scheiße, da müssen wir nochmal in einen sauren Haufen Apfel beißen und dann nochmal ein paar Haufen platt machen. Dem Erdboden gleich machen sozusagen. Wieso das immer auf 25 FPS runtergeht, ganz am Anfang, weiß ich nicht. Wir können hier auf jeden Fall beschädigen. Das ist jetzt nicht so schlimm, so wie es aussieht. Einfach nur Haufen beiseite räumen. Dafür aber 70. Ein schöner Haufen. So, den Witz habe ich jetzt 18.000 Mal gemacht. Das lassen wir dann mal lieber. So, so, so. Mach es weg. Kommt man sich ja vor wie so ein... Wie ein Papa, ne? Die ganzen Haufen wegmachen hier. Vor die Haufen planieren. So, runter mit dir. Zack, 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 zack. Sind wir schon bei 27. Na, 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 hallo? Du wirst ja wohl Gas geben und nicht hier runterrutschen. Wollte schon sagen. Na, ja, ein bisschen frech gewesen. Na, na, schaffen wir es? Nein. Okay. So, 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 so. Ja, ja, nee, ja, ja, nee, ja, ja. Man muss natürlich eigentlich die Schaufel annehmen, damit man ein bisschen über den Boden fahren kann und so weiter, aber dann ist uns egal. Wir flügen direkt nochmal den ganzen Acker hier um auch. Okay, dann geht's schneller. Komm schon, über den letzten Haufen. Jawoll! So, dann sind hier oben noch Haufen. Dann haben wir hier oben dann eigentlich schon durch. Was passiert denn da gerade mit den Bäumen? Wartet mal. Seht ihr das? Die wachsen ja, die sprießen ja förmlich, schießen ja förmlich aus dem Boden. Blip, 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 blip. Wie geil. Das sind doch Level of Detail Stufen, die man sich träumt und wünscht. Aber gut, ich denke mal, es wird die gleiche Engine sein wie auch beim Car Mechanic Simulator. Und wenn man bedenkt, dass die da ja recht beschränkt ist, was die Draw Distance angeht, die Sichtweite, braucht man sich ja auch nicht wundern, warum das nicht so optimiert läuft. Aber wie gesagt, es ist gar nicht mal hässlich. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie sinnvoll ist so ein Spiel, aber. Ah, kann man machen. Ich glaube, es kostet 17 Dollar. Also muss man doch ein bisschen was für investieren. Aber hey, man könnte ja hier sehen, wie die ersten Aufträge laufen. Ist das nicht abgefahren? So, mal eben alles platt machen. Ich verlässt langsam die Lust auf Haufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir schalten, glaube ich, nochmal eben den Bagger frei. Jawohl, und dann ist das Ding auch gelaufen. Gucken wir gar nicht weiter. Es sei denn, ihr schreit jetzt noch unbedingt nach einer Fortsetzung und nach noch einer Folge, aber ja. Erstmal in den Laden hier rein. Wartet mal. Huch! Was ist denn jetzt los? Ärgerlich. Habe ich auf Escape gedrückt zu oft. Wir holen uns mal eben den Bagger. Müsste doch eigentlich jetzt drin sitzen mit 9500. Schwupp! Und da, jawohl, 9200 kostet der. Wir kaufen den. Überprüfen nochmal eben die Upgrades. Verbesserte Hydraulik. Raupenkette, größer Benzintank. Nö, nö, nö. Kaufen wir alles nicht. Wir machen den letzten Auftrag hier noch einmal. Beziehungsweise den großen, dicken, alten Laden abreißen.
Oh, meint ihr, wir können irgendwann mal so ein Hochhaus richtig abreißen? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre geil. Wir gucken vielleicht gleich noch einmal ins freie Spiel hinein. Und, ja, kümmern uns aber erstmal um diese Landruinen. Aha, ne, Ladenruinen sind es natürlich, keine Landruinen. Aha, können wir da rein? Tatsächlich, ja. Manni, reiß mal ab hier! Kommen wir denn hier wieder raus? Ist ja auch wie Dayset so ein bisschen und es ruckelt etwas. Ja, fahren wir doch direkt mal Bagger hier, würde ich sagen. Zack. Alter, so breiten Hintern, meine Herren. Und schönes Cockpit. Naja, das war gerade im Radlader auch schon nicht so schön. So, wie machen wir das hier? Haarshow-Steuerung. Tab-Modus wechseln. Aha, Kamera wechseln, Fahrzeug verlassen. Ja, okay, dann können wir hier im Tab wahrscheinlich dann... BS, Q, A... Achso, A und D ist drehen. F ist natürlich aussteigen. So, so, hoch, runter. Und dann haben wir noch hier einklappen, ausklappen. Jawohl, alles klar. Dann schwenken wir uns mal gerade hier und dann geht's ab. Jawohl, beide Hebel nach vorne. Dann geht's jetzt zur Sache. Vielleicht bleiben wir auch heute einfach mal im... Das heißt heute einfach mal hier im First-Person-Modus in der Cockpit-Ansicht. So, und dann wird hier abgerissen, solange wir nicht mit den Ketten hängen bleiben. Wir bleiben natürlich direkt als erstes mit den Ketten hängen. Aber können uns doch jetzt hoffentlich hier so ein bisschen rumschwingen. So, Achtung. Ah, oh, da sieht man, wo die Schaufel hergeht. Das ist natürlich cool. Jawohl. Warte mal, wir machen das so. Holen einmal Schwung und dann geht's ab. Na, hatte ich mir jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber okay. Wir sind auch ein bisschen eingeklappt zu weit oder ausgeklappt vielmehr. Dass wir hier gar nicht alles mitnehmen können. Huch, das wollte ich nicht. So, zur Stabilität vielleicht. Die Schaufel noch einmal. Dann nochmal mit Schmackes. Einmal durchreißen. Komm, schaffst du noch. Schaffen wir nicht. Schade. Dann würde ich noch ein bisschen mehr einklappen. Nein. Ach, hier bleibe ich bestimmt auch gleich hängen. Ich sehe das schon kommen. Mit gleich meinte ich eigentlich erst gleich und nicht jetzt schon. Aber da können wir bestimmt auch den Radlader zur Hilfe nehmen, um uns wieder frei zu kämpfen. Da sind wir aber frei. Sehr gut. So, jetzt hole ich dich nochmal eben ein bisschen ran hier. Und dann... Boom, obwohl die Hebelwirkung wahrscheinlich ja größer ist, beziehungsweise die... Ja, ist das schon die Hebelwirkung? Die, ja, ihr wisst, was ich meine. Je weiter ausgefahren der Arm ist, ja? Also wenn ich den jetzt hier... Warte mal, wie kriege ich das hin? So, so, und dann noch nach vorne. Jawohl. Dann hat er natürlich mehr Schwung, wenn wir uns drehen. Moment mal. Achtung, jetzt machen wir andersrum. Hey, sind wir zumindest einmal durch. Sehr gut. Und können uns hier ein paar Meter nach vorne schnackseln und dann das gleiche nochmal machen vielleicht. Heißt das Gebäude ab? Planiere den Bauschutt schon wieder. Ach so. Dann müssen wir das gleich nochmal machen. Und dafür brauchen wir dann auch den Radlader wieder, so wie es aussieht. Weg mit dir. Jawohl. Fünf gleichzeitig. Boah, das ist aber schon sehr langatmig. Nee, Leute, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich würde sagen, wir stornieren den Auftrag und gehen nochmal in den freien Modus vielleicht nochmal fix rein. Da, freies Spiel. Mal gucken, was wir da so alles machen können. Ah, okay, die ganze Mission nochmal nachgestellt sozusagen, abgesehen eines alten Hauses. Ja, gut, da kann man nochmal reingucken. Wenn ihr Bock habt auf das Spiel, auf noch eine Folge, dann machen wir vielleicht nochmal eine. Aber ansonsten war es das, glaube ich, erstmal mit dem Let's Play. Wir hämmern nochmal ein bisschen an unserem Frontlader rum. Und ich sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Car Mechanic Simulator 2015, hätte ich jetzt gerade gesagt. Aber ist ja Construction Machines Simulator 2016. Ja, wir sind also hier in der Zukunft. Und dementsprechend läuft das hier auch ab. Naja, ich stelle mich nochmal hier auf die Rohre und sage danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Nee, gar nicht. Tschüss.